Was meinst du mit intuitiv, fragt Morpheus. Also ich meine, wenn du so ein Gefecht schlägst, dann gehst du ja manchmal davon aus, dass halt die, also du bewegst eine Armee in eine Richtung und dann gehst du davon aus, dass die anderen Armeen oder Einheiten sich auch so bewegen können. Manchmal können deine Einheiten super weit laufen, manchmal können sie das nicht. Und der Unterschied ist dann einfach nur, dass da so ein paar Holzpflöcke auf dem Boden sind, die du kaum siehst irgendwie. Und das soll wohl offenbar so eine Art Befestigungsanlage der Stadt sein. Aber irgendwie, also man sieht das dann halt nicht so. Man entdeckt das dann beim zweiten Mal hingucken und du wunderst dich halt so, warum können meine Einheiten jetzt nicht so weit laufen? Und dann halt natürlich, ich finde auch, also so, du siehst halt immer nur so grobe Einschätzungen. Manchmal weißt du nicht, überlebt deine Einheit jetzt, wenn sie angreift, oder überlebt sie nicht. Das wird dir ja auch nicht angezeigt. Und das. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, das gehört auch irgendwie so zum Spiel dazu, ne? So ein bisschen Zufall muss da irgendwie dabei sein, sonst wird es ja irgendwie langweilig. Die Sache ist halt nur, also die KI weiß das ja halt alles. Du weißt es halt nur nicht. Die KI weiß, wie viel Damage sie halt vorher macht. Das ist also einfach so ein krasser, was halt irgendwie so ein bisschen, so ein krasser Vorteil, finde ich. Das finde ich immer ein bisschen schade. Na, also entweder schafft man gleiche Voraussetzungen dann oder ja, ungleiche Voraussetzungen, die sind halt manchmal frustrierend. Die sind halt nicht so transparent, ne? Die sind halt nicht so zugänglich für dich, wenn die Voraussetzungen ungleich sind. Vielleicht denkst du, dass sie gleich sind, aber sie sind es halt eben nicht. Also das meine ich halt. Das andere ist so, du denkst zum Beispiel ja auch, wenn ein Gegner mit Streitwägen ankommt und du Speerkämpfer hast, dann denkst du so, hey, meine Speerkämpfer, die sind ja gut gegen die Streitwägen. Aber das sind sie nicht, der macht die trotzdem platt. Und du fragst dich so, warum spiele ich überhaupt dann Speerkämpfer? Also du würdest einfach davon ausgehen, dass halt ein Speerkämpfer besser gegen einen Streitwagen ist. Sie sind ein bisschen besser, also sie überleben ein bisschen länger, aber haben irgendwie dann auch nicht so wirklich eine Chance. Und dann auch Einheiten wie zum Beispiel die Hopliten, gegen römische Prätorianer, da denkst du dir so, okay, ne, also so nach der Schlacht von Kynos Kephale weiß man eigentlich so, die römischen Truppen sind den in der Phalanx kämpfenden Hopliten eigentlich taktisch überlegen, weil sie halt einfach viel wendiger sind und die Phalanx eher so vielleicht in eine Verteidigung hinein nötigen. Selber halt die Prätorianer natürlich eher dann offensiv kämpfen. Aber das ist hier gar nicht der Fall, sondern die Phalanx ist halt hier super offensiv und macht halt unfassbar viel Damage, ne? Was ja auch klar ist, ne? Also das ist schon eine starke Kampfformation und so. Aber sie ist halt so viel um Längen viel offensiver, als man das jetzt so erwarten würde. Aber das ist jetzt vielleicht auch so ein Spleen von mir, ich weiß nicht. Ne? Also, ja. Das meine ich halt mit intuitiv. Da würde ich mir halt wünschen, dass man so da ein bisschen leichteren Zugang dann zu diesen taktischen Elementen in dem Spiel findet. Weißt du, das ist eigentlich eher so, das finde ich halt ganz cool. Ich meine natürlich, wir alle erinnern uns noch irgendwie an Civilization 4 oder so, ne? Da hattest du immer die Kampfwerte der Einheiten gesehen und dann hattest du eine Chance von 75% den Gegner platt zu machen und dann hast du irgendwie trotzdem fünfmal hintereinander verloren oder sowas. Ich meine, sowas gab es halt auch, ne? Aber, also besonders lustig immer nachher, wenn dann die berittenen Musketenschützen, da, ne, diese berittenen Sergeants oder diese Dragoner halt, ich weiß nicht mehr genau, wenn die halt nachher deine Apache-Kampfhubschrauber abgeschossen haben oder so, das war halt dann natürlich irgendwie, das war halt irgendwie auch schon so ein bisschen merkwürdig, wo sie gefragt hast, so, aber ich sag mal so, dass dafür hattest du so eine sehr konkrete Kampfanzeige bei deinen Einheiten, auf die du dich so halbwegs verlassen konntest. Deswegen war die Taktik in dem Spiel sehr intuitiv. Du hast da sehr schnell einen Zugang zu gefunden. Das ist das, was ich hier meine. Mal danach noch ein bisschen mehr Nahrung vielleicht.
Spezialeinheit, die mittels Kämpfen und Plünderung Nahrung zur Vervielfachung sammelt. Das ist halt so bitter, ne? Mal sinnvoll zu sehen, wie viel Unterhalt die Einheit halt hat. 23 Kampfkraft von der Einheit, Horde plus 1, Kampfkraft pro Erfahrung plus 1, Kampfkraft von Berufssoldaten plus 2 von beeindruckender Rösserkultureigenschaft. Ja, krass. Ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt Waffenstillstand mit dem Typ? Come, relax. Let us speak honestly. Er mag mich nicht so gerne, glaube ich, ne? Hass erfüllt. Kann man ja dran arbeiten. I bid you greetings in the name of my proud people. Aha. Ihre Forderung. Gebt eure Cash. Okay. Ihr fordert, dass die Angelsachsen euch Schusch geben. Motiv, meine unabhängige Stadt übernommen. Ja. Und wenn wir das machen. Vorschlagen, dass beide Seiten ihre Forderungen zurückziehen. Ach so, aha, okay. Nee. Dann ich glaube, das kriegen wir dann noch halbwegs gut hin. So, Athen ist doch die Hauptstadt der Griechen auf jeden Fall mal, ne? Die Belagerung der Stadt fortsetzen und Fortschritte hin zu eurer nächsten Belagerungswaffe erzählen. Das ist ein Rambock. Und wenn wir nur sagen Angriff? Lass mal gerade gucken. Manuelle Schlacht. Ja, ja. Warum? Warum muss ich jetzt den aufstellen und kann ich die? Das ist dann zum Beispiel auch was, das verstehe ich nicht. Warum kann ich die berittenen Bogenschützen nicht aufstellen? Und so eine andere Sache, die ich auch nicht so ganz verstehe, warum konnten die Hunnen vorhin zum Beispiel gegen mich überall ihre Einheiten platzieren, wie sie lustig waren? Warte mal, ich greife das hier an. Und dann kann ich 1, 2, 1 Feld. Aber hier kann ich die Einheiten weiter hinten aufstellen. Tja, na komm, egal. Ja, wir gucken mal. So, wo ist der denn jetzt zum Beispiel? Wo ist denn jetzt dieser Streitwagen? Da ist der. Der ist hier, oder was? Okay, so, dann gehst du jetzt, sagen wir mal, hier hin und verteidigst hier. So, und der Streitwagen. Ja, aber wo ist der denn jetzt? Naja, egal. So, das ist dein Siegpunkt, ne? Mhm. Sechs Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, er kann da noch schießen, ne? Aha, da steht der. Jetzt verstehe ich das hier schon mal besser. Okay. Dann schieß mal da drauf.
Hier zum Beispiel diese Holzstöckchen da unten auf dem Boden. Die sorgen dann dafür, dass du dich da nicht reinbewegen kannst. Das ist auch so, ne, das war dann sowas, wo ich gesagt habe, das verstehe ich dann nicht so ganz. Okay, aber gut. Also du hast 4 Punkte Bewegungsreichweite. Das heißt, du kannst hier hinlaufen und dann da angreifen, ne? Das sehe ich richtig, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, pass auf, guck mal. Aha, ist noch jemand. Okay, du könntest jetzt hier angreifen, dann kriegst du aber, ne, das ist dann auch so eine Sache, der kämpft dann, die Prätorianer kämpfen jetzt gegen Bauern, ne? Und die Bauern sind deutlich stärker als die Prätorianer. Das finde ich auch sehr heftig. Du hast schon geschossen. Dann gehst du hier hin. Dann gehst du hier hin. So, du könntest jetzt den Typen hier ausschalten, oder? Aber du könntest auch den angreifen. Aber das ist auch irgendwie komisch. Das ist auch Quatsch. Ja, wir gucken mal gerade. Wir haben ja gespeichert. Wir beenden mal die Runde. Hier, ne? Guck mal, ne? Der killt die Prätorianer weg wie nix. Das ist so krass. Also, ich meine, das ist halt... Warum? Das ist so... Ich finde das nicht so... Ja, ich hoffe, das wird noch ein bisschen gebalanced, auf jeden Fall. Ich finde das halt krass, also, du nennst dir halt, von mir aus, wenn du sie, vielleicht nennt man sie auch Terminator-Bauern oder sowas, dann ist der Titel treffender, ja, dann ist die Nomenklatur eindeutig. Guck mal, ne? Schau dir das an, du hast keine Möglichkeit, die im Nahkampf irgendwie zu besiegen, ohne horrende Verluste zu erleiden. Es scheint auch relativ egal zu sein, wie und von welcher Seite du angreifst. Also da hast du auch ganz wenig Einflussmöglichkeiten. Nur. Ja, fahr mal dahin und schieß mal. Und das ist zum Beispiel mein Glück, es überlebt irgendwie immer so ein Typ mit einem Hitpoint. Das verstehe ich auch irgendwie nicht so ganz, ja. Und dann greifst du den an und dann, klar, ne, das ist irgendwie so das Ding von dem Spiel. Der ist dann immer noch super stark und ja, super, super mächtig und so, ne. Tja, ich weiß nicht. Runde beenden. Wir gucken mal. Das ist jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Also, hier stehen jetzt 2 Einheiten von mir und er läuft von hier mit der Einheit komplett durch und killt dann da hinten meinen Streitwagen. Warum kann der das? Also, das sind zum Beispiel ja so Sachen... Das kann ich nicht. So, also warum kann ich das nicht? Warum kann der das? So, das ist nicht so ganz intuitiv. Also da wird es einen Grund für geben, ne? Ich möchte auch damit eigentlich nur sagen, ich würde diesen Grund gerne kennen. So, ne? Okay, also. Du killst den. Und stirbst dabei fast. So, du, ne, der kommt jetzt zum Beispiel nicht hier hin. Das geht jetzt zum Beispiel nicht, ne? Ich kann nicht hier hinlaufen. Und das wird wieder an diesen Holzstöckchen da auf dem Boden liegen, ne? Guck mal, und der kann jetzt zum Beispiel gar nicht dahin fahren. Also selbst wenn er sich Mühe geben würde, könnte er es nicht. Here we go. Not in this world. No. Wow, ich glaube, das ist das erste Mal, dass eine Einheit von mir mit einem Hitpoint überlebt hat. Bisher war das ein Privileg der KI. Ja, also wie gesagt, ich gehe davon aus, es gibt Gründe für sowas. Ich würde sie gerne nachvollziehen, können sie erschließen sich halt mir nicht so ganz. Salve Felix, grüß dich, hi.
Ja, ich finde es halt natürlich, also du hast natürlich recht, Mehmet, aber es ist natürlich dann auch so ein bisschen unschön, wenn alles nur darauf hinausläuft, dass du final die Probleme mit einer Atombombe und Panzern löst, ne? Neuer Groll verfügbar. So nice to hear from you. Verzichte What's bitte done is erstmal. Ich habe done. keinen Bock, mich mit denen nochmal irgendwie rumzuärgern. Ja, schieß. For your families. Schieß. No fear. Schieß. Charge. Der hat schon wieder mit einem Typen überlebt. All in. Ich weiß nicht, wie beschleunigt man die Animation auf der Karte? Ja, du hast doch noch ein bisschen Bewegung. Was ist hier? Rekanga. Mach das mal. Osmoseereignisse, Freischalten für 2000 irgendwas Gold. Noch 9 Runden. Was ist das hier? Wissenschaftsosmose Ballisten. Ja, why not? Warten wir noch einen Moment. Vielleicht hilft uns das gegen die Hunden. Und sie meinen, er sagt, ich habe jetzt verschiedene LPs gesehen. Mein erstes Fazit, es scheint, als wäre die Option, Krieg zu vermeiden, kaum praktikabel. Und es scheint essentiell zu sein, sehr auf schnellen Sternerwerb zu pushen. Ja, das sehe ich auch so. Und vor allen Dingen zu blobben irgendwie. Also ich glaube, blobben ist wirklich so die erfolgversprechende Taktik. Solche Mechaniken gibt es ja auch in anderen Spielen. In ROM 2 verliert man ja auch seine stärksten Einheiten im Autogefecht. Macht auch keinen Sinn, sagt Commislenz. Hat natürlich auch was damit. Ja, also. Ne, es ist halt, ja, es ist immer ganz, also Transparenz finde ich halt wichtig, so, ne, das, so, ja, dass man das so ein bisschen durchschauen kann irgendwie, ne. Also ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel relativ lange gebraucht, um zu durchschauen, dass sobald da so ein paar Stückchen Holz auf dem Boden rumliegen, dass du dann nur noch ein Feld weit gehen kannst. Das fand ich am Anfang mega kontraintuitiv, weil ich auch so gedacht habe, also das ist es eine Stadtmauer oder was soll das jetzt genau sein, ne? Also, ja. Alter, lauf hier unten rum, wirst bestimmt abgefangen, aber ist dann halt so. Michi, genau, danke für den Follow übrigens. Und guten Abend, Rokop. Oh ja, gehst gleich schlafen. Okay, ja, dann vielleicht, wenn du Bock hast, lurke noch ein bisschen. Ich werde heute auch nicht so viel schreien. Ja, du musst jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen raggen. Okay. Off we go.
Man sieht halt auch auf jeden Fall so ein bisschen, was man auf jeden Fall in jeder Armee braucht, ne? Also du brauchst immer so eine Tank-Einheit, die richtig Damage einsteckt, und du brauchst eine Fernkampfeinheit. Wobei ich finde, also die KI-Einheiten machen echt schon sehr viel Damage. Also auch, wie gesagt, Einheiten, wo man es jetzt nicht so erwarten würde, ne? Wie zum Beispiel diese Bauern, ne? Hey Franke, guten Abend, grüß dich. Ne, ich glaube, Total War hat schon die bessere Musik. Finde ich schon. Aber danke für die Frage. Ja, also ich finde, das ist auch eine Frage, die man gerne mal an den Chat geben kann. Was meint ihr? Also ihr habt ja jetzt auch schon so ein bisschen mitgehört. Aber ich würde schon sagen, mir gefällt der Soundtrack von Total War, der gefällt mir besser bisher. Bevölkerungsabnahme in Schusch. Geringer Stabilität um 2 abgenommen. Mhm. Aber ist das denn ein Problem für mich? Nicht wirklich. Was ist denn das hier? Angreifer. Athen. Unsere Flagge verteidigen. Okay. Manuelle Schlacht. Ja. Okay, gut. Was ist das jetzt? Da das alles Streitwagen sind, ist es vollkommen egal, wo du hinfährst. Oh, komisch. Er überlebt wieder mit einem Hitpoint. Okay, also was ist die Strategie jetzt hier? Die Strategie hier ist, dass wir eigentlich ihn hier parken. Ne? Das geht jetzt zum Beispiel nicht, weil der da oben auf der Klippe steht. Aber der kann ja gar nichts machen, der steht einfach da oben. Der hat noch nicht mal Bewegungsreichweite. Nur ich komme nicht hin. Und jetzt, ich weiß es jetzt zum Beispiel nicht, woran liegt das jetzt? Liegt es jetzt daran, weil hier wieder Holzstöcke rumliegen? Oder woran liegt das? Also gut, ich gehe jetzt mal jedenfalls hier hin, dass er mich da nicht bekabbelt, ne? Will ich den Typen angreifen? Safe nicht, weil der macht nochmal unfassbar viel Damage. Dann gehst du hier hin und schickst mir lieber hier nochmal hier vorne hin. So, Runde beenden. Und jetzt? Der Gegner ist dran. Ja, ich weiß nicht, ob es die Kontrollzone der Streitwagen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ist es eine Kontrollzone? Weißt du es? Und warum haben die eine Kontrollzone, wenn die auf dem Berg stehen? Warum haben die eine Kontrollzone, wenn die auf unpassierbarem Gelände stehen? Wie will denn eine Einheit eine Kontrollzone? Also, weißt du, wie ich meine? Das wäre so meine Intuition. Eine Einheit, die zum Beispiel... Nehmen wir ein anderes Beispiel... Sagen wir mal, hier würde ein Fluss lang fließen auf dieser Grenze, ne? Warum würde eine Einheit, die nicht über den Fluss drüber kann, warum würde die eine Kontrollzone auf der anderen Seite haben? Das ist so das, was ich nicht verstehe. Wenn es eine Fernkampfeinheit wäre, würde ich sagen, okay, gut, ne, dann kriegst du irgendwie Damage, wenn du dran vorbeiläufst oder so. Das wäre so meine Intuition. Ich sag auch nicht, dass das, also, nochmal ganz wichtig, ne? Mir ist, ich möchte jetzt nicht, dass ihr denkt, der Gönner, der ist jetzt nur am Mimi rumjammern oder sowas, ne? Das ist nicht der, das ist nicht das, was ich meine hier tatsächlich, oder was sind meine Ambitionen. Ich will dir nur so erklären, was ich mir dabei denke und wie ich halt, ja, das ist tatsächlich die Kontrollzone. Krass. Und das waren jetzt Rebellen wahrscheinlich, ne? Also stand jetzt hier nicht, hier steht nur Angreifer, aber ich denke, das sind Rebellen dann, ne? Wahrscheinlich, oder steht es hier irgendwo? Gegner. Vom Gegner verpasste Beute. Keine. Also man kann auch was erbeuten, offenbar.
Okay. Ja, genau. Ja, ne, das ist halt so. Es wäre schöner, wenn man das einfach früher sehen würde. So, ne, das war's im Wesentlichen. So, ne, also das würde man irgendwie erwarten. Guck mal, jetzt ist hier zum Beispiel auch irgendwie ein See, oder was ist das? Das war ja vorhin nicht da. Also vorhin konnten die Einheiten ja da durchlaufen. Das verstehe ich dann auch nicht so ganz. Na gut, vielleicht haben die den abgedeckt oder so. So, aber vielleicht gibt es auch Gründe dafür. Und das finde ich wichtig, dass man die Gründe so ein bisschen nachvollziehen kann. Wäre für mich zum Beispiel ein ganz entscheidender Punkt. Sowas macht ein Spiel immer besser, finde ich. Vielleicht auch nur meine persönliche Meinung. Bin ich auch mit einverstanden. Ne? Also es gibt Leute, die stört das überhaupt nicht. Erlebt man ja auch immer wieder, also gerade, ich weiß noch so am Anfang, als ich Warhammer 2 gespielt habe oder so, da gab es so viele Sachen, die ich auch total. Oder, ja, noch krasser, Three Kingdoms und Troy. Gab es total viele Sachen, die ich mega intransparent fand und überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Und viele Zuschauer hat das auch überhaupt nicht gestört dann. Also, das ist dann auch in Ordnung. Ich finde, da kann man durchaus auch verschiedener Meinung sein. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass ich mittlerweile so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich habe halt auch nicht mehr so viel Zeit, mich in die Spiele so krass reinzufuchsen wie manch anderer, ne? Ist vielleicht auch so ein bisschen mein Versäumnis halt dann hier, ne? Aber gut, ja, ich gebe mein Bestes. Ja, du wartest bitte noch eine Runde. Keeping watch. Warte, es einfach auch eine Runde hier. Todaiji was the largest wood structure in the world for 1200 years, more or less. That should impress anyone. So, Todaiji, den Todaiji haben wir gebaut. Gibt es da noch irgendwo. Stopp. Wo sind die? So, ich würde jetzt gerne etwas über den Todaiji lesen. Sieht man das nur, wenn man es baut? Okay, ich guck mal nach. Ich würde jetzt gerne wissen, das ist der Todaiji. Großtempel. Okay. Ah, in Nara steht der. Das größte aus Holz gebaute Gebäude der Welt. Ah, krass. Okay. Beherbergt die größte buddhistische Bronzestatue. Da ist also ein Daibutsu drin. Die aus Bronze gegossene Figur ist 15 Meter hoch und 452 Tonnen schwer, mit einem Sockel circa 18 Meter hoch. Alter Falter, ey. Boah, krass. Ich finde das so mega beeindruckend. Die Japaner machen so krass riesige Buddha-Statuen. Die sind, ne, egal, also mega cool. Ich muss unbedingt mal nach Japan. Stelle ich mal wieder fest. Da ist außerdem noch ein Schrein der Shinto-Gottheit Hachiman aus der Nara-Zeit, aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Der übrigens zum Schutzgott des großen Buddha erklärt wurde. Die Anlage ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Krass, also ich gucke mir gerade so ein paar Bilder hier an, das sieht mega krass aus. Krass, 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 krass. Alter, ey, das ist so beeindruckend. Ja, okay, heftig. Also guckt's euch mal an. Todaiji. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Inosun sagt, das liegt an den steilen Klippen. Achso, mit der Bewegung jetzt, ne? Genau, bei der Bewegungsvorschau sieht man das, Maurice. Ja, das ist richtig. Die Frage war für mich, also warum das so ist. Ne? Also, warum kann ein, also ich sag's nochmal ganz kurz, nur um Missverständnisse zu vermeiden. Wo war es hier, ne? Warum kann ein Streitwagen, der hier auf der Klippe steht, keinerlei Fernkampfangriffe hat? Wieso kann der Bewegung von Einheiten hier unten blockieren, wenn er selber gar nicht da angreifen kann? Ne? Also, ne, für mich sähe das natürlich anders aus. Sagen wir mal,
Das ist eine Straße. Das hier unten, der könnte hier unten angreifen. Da kann ich verstehen, da kannst du dann nicht so einfach vorbeilaufen, weil du würdest ja einen Passierschlag bekommen oder, ne, so, weißt du, wie ich meine. Das würde dann mehr Sinn ergeben in meinen Augen, ne? Das meinte ich, das ist das, was ich mit dem Intuitiven meine. Guten Abend, Warnfried, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ja, Call Me Silenze, da hast du auf jeden Fall recht. Wenn, ich bin halt so ein Total War-Spieler und ich habe mit nach Civ 4 aufgehört, Civ zu spielen, ja. Da hast du recht. Ach, der Trajanator schafft's hier hin. Grüß dich. Ja, wir gehen all Roman jetzt mittlerweile, ne? Also wir haben ja angefangen als, wir haben angefangen als Ägypter, haben dann die Römer gewählt und sind jetzt Byzanz. Und jetzt wollen wir ein paar mittelalterliche Einheiten bekommen. Und wir führen gerade Krieg gegen die Griechen, bezeichnenderweise. Beziehungsweise mittlerweile sind es die Angelsachsen. Die Griechen sind zu den Angelsachsen geworden. Jemand hat den Sachsen das Angeln beigebracht. Seitdem nennt man sie Angelsachsen. Und die Hunden haben uns fertig gemacht. Und die Bauern killen unsere Prätorianer. Elite-Mob gibt es also auch in Humankind übrigens. Hahaha, 300, der war gut. Der war gut. Okay, ich glaube, wir müssen hier noch ein paar Verordnungen wählen, ne? They may have more Das to bitte mal offer so. than just their weapons. Assimilation does seem practical. Ermögliche es, Gebiete mit Geld statt mit Einfluss zu beanspruchen, anzugliedern und zusammenzulegen. Okay, nice. Das klingt auf jeden Fall mächtig. Ich hätte das vielleicht auch, hätte vielleicht noch was anderes wählen können vorher, aber ist okay. Bleib du mal hier, bleib du mal hier. Was bauen wir hier? Hier hatten wir doch keinen Wachturm gebaut, ne? Ich baue hier auch mal einen, bitte. Und lass uns die Runde beenden. Der Sieg ist nahe. Die Angelsachsen haben eine Kriegsunterstützung von 19. Yeah. Das ist gut zu hören.